Morgen ist es endlich soweit. Wir werden heiraten. Das wird der schönste Tag meines Lebens. Danke, dass du alles vorbereitet hast. Mist, ich habe vergessen, die Hochzeit vorzubereiten. Was sollte ich noch einmal vorbereiten? Na alles, das Lokal auswählen, die Torte besorgen und den Pfarrer. Du hast das doch nicht vergessen, oder? Nein, Schatz, keine Angst. Das wird der schönste Tag deines Lebens. Super, ich ziehe mich an. Du darfst mich davor nicht sehen. Das bringt Unglück. Ich muss mich beeilen. Es gibt nur eine Person, die mir jetzt noch helfen kann. Sie haben 10 Minuten. Alles klar. Seien Sie ja vorsichtig. Was wollen Sie hier, Peters? Ich brauche Geld für meine Hochzeit. Wie Sie wissen, nichts ist kostenlos. Was soll ich für Sie tun? Holen Sie mich hier raus. Kann ich auch etwas anderes für Sie tun? Mit Ihrem Hund Gassi gehen oder so? Nein. Okay, ich lasse mir etwas einfallen. Lisa, ich brauche deine Hilfe. Klar, Papa. Was soll ich tun? Sarahs Vater möchte zur Hochzeit kommen. Wir müssen ihn kurz aus dem Gefängnis befreien. Ist das nicht illegal? Nein, keine Angst. Nach der Hochzeit bringen wir ihn wieder zurück. Okay, alles klar. Zieh dich um, dann legen wir los. Warum haben wir schwarze Sachen an? Damit man uns nicht sieht. Ich sehe dich trotzdem. Los jetzt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Hier ist der Plan, Lisa. Du lenkst den Polizisten ab. Wie soll ich ihn ablenken? Keine Ahnung, erzähl einen Witz oder so. Okay, ich werde es versuchen. Wir sind gleich da. Bleib ganz ruhig. Ich bin ruhig. Ich rede mit mir selbst. Er schläft. Das ist unsere Chance. Wir müssen schnell sein. Was macht ihr hier? Wir schließen gleich. Wir wollten nur kurz mit Polnikova sprechen. Okay, aber nur 5 Minuten. Ja, das reicht. Kommen Sie mit. Denk daran, Lisa. Du musst ihn irgendwie ablenken. Kommen Sie jetzt oder nicht? Heute ist dein Glückstag, Polnikova. Du hast wieder Besuch. In 5 Minuten müsst ihr wieder draußen sein. Ich muss mal auf Toilette. Kannst du es nicht noch 5 Minuten halten? Nein, ich pinkel mir gleich ein. Okay, folgt mir. Machen Sie schneller. Ich mache so schnell ich kann. Hier ist die Toilette. Okay, ich bin gleich wieder da. Beeil dich bitte. Ich will pünktlich Feierabend machen. Ich bin super schnell, versprochen. Was machen Sie da? Das Schloss geht nicht auf. Ich muss etwas anderes probieren. Sind Sie verrückt? Das ist viel zu laut. Nur noch ein bisschen. Es hat funktioniert. Ich bin frei. Wo bleibt ihr denn so lange? Ich habe gesagt, du sollst dich beeilen. Ich muss Papa mehr Zeit verschaffen. Ich komme sofort. Was hat das so lange gedauert? Ich habe etwas Falsches gegessen. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Komm, gehen wir zurück. Ich muss noch etwas fragen. Ja? Was ist gelb und kann schießen? Keine Ahnung. Eine Banone. Soll das ein Witz sein? Ja. Du bist unlustig. Gehen wir. Die Toilette ist verstopft. Oh Mann, nicht schon wieder. Okay, warte hier. Ich bin gleich wieder da. Draußen steht ein Fluchtwagen. Verschwinden wir aus diesem Loch. Damit sollen wir fliehen? Das Ding würde ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind schenken. Wir haben keine Zeit für den Quatsch. Einsteigen, und zwar sofort. Die Idioten haben die Tür offen gelassen. Das ist meine Chance. Ich werde eindeutig zu wenig bezahlt. Was meint ihr überhaupt? Die Toilette ist doch gar nicht verstopft. Mir reicht es. Hans,
Warum rufst du mich so spät an? Ich schlafe. Hallo, Chef. Ich kündige. Was? Warum das denn? Kein Bock mehr auf den Mist. Das können Sie alleine machen. Tschüss. Wir sind da. Lassen Sie mich aussteigen. Ich muss schnell hier weg. Danke für die Hilfe. Immer gerne. Hier ist Ihr Geld. Viel Spaß damit. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Was gibt es? Marie und ich heiraten heute. Wollen Sie mein Trauzeuge sein? Meinen Sie das ernst? Ja, ich habe sonst keine Freunde. Es wäre mir eine Ehre. Wann geht es los? In ein paar Stunden. Lisa, wo warst du so lange? Ich musste Papa helfen. Los, zieh dich an. Gleich ist die Hochzeit. Okay, ich beeile mich. Sind Sie bereit für Ihren großen Tag? Ja, ich denke schon. Ich war damals auch aufgeregt. Das ist normal. Bleib sofort stehen. Wer ist das? Oh nein, das ist Tim. Er ist auch ausgebrochen. Ist er ein Problem? Wir können Probleme nicht gebrauchen. Keine Ahnung, was der will. Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben. Na gut, wie du willst. Der Typ ist völlig durchgeknallt. Die Bremse ist kaputt. Was? Ich habe keine Kontrolle mehr. Halten Sie sich fest. Mama, du bist wunderschön. Danke, mein Schatz. Sag mal, wo ist Papa? Er sollte eigentlich schon hier sein. Geht es Ihnen gut? Ja, ich bin nicht verletzt. Dafür wird der Mistkerl bezahlen. Was willst du hier, Tim? Dich aufhalten. Warum? Du wirst Marie nicht heiraten. Nur über meine Leiche. Das lässt sich einrichten. Wer ist der Kerl mit der großen Klappe? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Verschwinde, Martin, du musst zur Hochzeit. Ich kümmere mich um den hier. Na, das werden wir noch sehen. Komm her. Ich kann es nicht glauben. Er lässt mich einfach sitzen. Können wir endlich anfangen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Erhalten Sie den Mund. Entschuldige die Verspätung, Marie. Wo warst du so lange? Lange Geschichte. Erzähle ich dir beim unserer nächsten Hochzeit. Fangen wir an. Martin, wollen Sie Marie zur Frau nehmen? Ja, ich will. Marie, möchten Sie Martin zum Mann nehmen? Ja, ich will. Dann erkläre ich Sie hiermit zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Frage an euch. Wen sollte Martin vor der Hochzeit nicht sehen? A. Lisa, B. Samuel oder C. Marie? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.